Unser heutiges Abenteuer beginnt am kleinen Schloss. Ein Schloss voller Überraschungen. Hallo, Holly. Kommst du mit Fußball spielen? Ich würde ja gern mit dir spielen, Ben. Aber ich kann leider nicht. Wir wollen heute König und Königin Marigold besuchen. Die sind ein bisschen hochnäsig. Ich bin froh, nicht dabei zu sein. Ich wäre auch froh, wenn ich nicht mitfahren müsste. Frag mal deine Mutter. Vielleicht darfst du ja hierbleiben und mit mir spielen. Mami, darf ich vielleicht heute mit Ben spielen? Was für eine gute Idee. Hurra! Ben kann auch mitkommen. Oh. Das geht doch sicher in Ordnung, oder, Mr. Elf? Oh ja, fahr nur und amüsier dich gut, Ben. Wir sehen uns nachher. Mach's gut. Oh, du willst uns auch Gesellschaft leisten. Na schön. Zauberauto, fahr los. Das ist klasse! Ein Zauberauto! Ja, es braucht nichts als Feenstaub. Das ist sein ganzer Treibstoff. Toll! Ich erwarte von allen, dass sie sich heute vorbildlich benehmen. Ja, Königin Aurike. König und Königin Marigolds Heim wird voll von Kostbarkeiten sein, da bin ich sicher. Grauenvoll, aber kostbar. Ja, ja. Ihr dürft dort also nichts anfassen. König und Königin Marigold zu besuchen, klingt nach sehr harter Arbeit. Ja, es wird bestimmt höchst anstrengend. Da wären wir, das Schloss von König und Königin Marigold. Was für ein grauenhaftes Gebäude. Dermaßen geschmacklos. Das ist ja wunderschön. Ein tolles Schloss. Hallo und willkommen. Holly, du erinnerst dich doch noch an König und Königin Marigold? Hallo, Prinzessin Holly. Hallo, und das ist mein bester Freund, Ben. Den habt ihr auch schon mal getroffen. Natürlich, der charmante kleine Kobold. Ich bin doch kein Kobold, ich bin ein Elf. Oh, ein Elf? Wie exotisch. Ihr hattet hoffentlich eine angenehme Reise. Es muss ja für euch so reizvoll sein, euer winziges Königreich einen Tag lang hinter euch zu lassen. Sagt uns offen und ehrlich, was ihr von unserem Designerschloss haltet. Ehrlich gesagt, das sieht aus wie ein Komplett. Es ist wirklich klasse. Ich wünschte, wir würden auch so ein wunderschönes Schloss haben, Mami. Bevor wir es total auf Plastik umgebaut haben, bestand es aus Stein. Stellt euch vor, wie primitiv. Unser Schloss ist auch aus Stein gebaut. Also ihr wohnt traditionsbewusst in einem altmodischen Schloss. Das muss ziemlich, wie soll ich sagen, unkomfortabel sein. Nein, eigentlich nicht. Oh, ihr habt euren Marienkäfer mitgebracht. Runter, Gaston, runter! Das bedeutet, er mag euch. Da bin ich ja begeistert. Gehen wir doch hinein. Wir machen mit euch eine Besichtigungstour. Darf Gaston dahin auch mitkommen? Gern, sofern er sich die Füße abtritt. Ja, würdet ihr euch bitte alle die Füße abtreten? Und bitte auch nichts da drin berühren, ja? Ich wäre euch verbunden, wenn ihr nicht allzu stark atmen würdet. Wir haben eine Fülle von Kostbarkeiten. Wie ihr hier sehen könnt, verwirklichen wir in der Diele die Idee von einer gedrehten Dimension. Eine Idiotie. Wow, es steht wirklich alles auf dem Kopf. Verblüffend. Oh, wo ist denn jetzt nur Gaston? Da ist er ja. Er spaziert an der Zimmerdecke lang. Nein, Daddy. Gaston benutzt ganz ordentlich den Kopf über Fußboden. Sehr geschickt, Gaston. Ja, und ich sehe, dass er sich nicht die Füße abgetreten hat. Nanny, beseitigen Sie das. Ich bin nicht eure Dienstbotin, ja? Sehr richtig, Nanny. Sie sind meine Dienstbotin. Dankeschön, eure Majestät. Nun, beseitigen Sie das, Nanny. Gern, eure Majestät. Fußabdrücke schnell, verschwindet auf der Stelle. Gut. So, wo waren wir? 100 Räume beherbergt unser prächtiges Schloss. Wozu braucht man die denn? Wir füllen sie, mein Freund, mit Dingen.
Dies ist unsere einzigartige Kieselsammlung. Kieselsammlung? Oh, ich kenne nichts auf der weiten Welt, das so wundervoll ist wie ein glänzend polierter Kiesel. In der Tat. Wozu sind sie nütze? Sie sind einfach nur schön. Bitte, keinesfalls berühren. Wir wollen nicht, dass sie dreckig werden. Ich weiß ja, Kinder haben immer dreckige Hände. Oh nein, wir doch nicht. Ihr auch. Und gut. Findet ihr nicht auch, dass die Steine einfach sensationell aussehen? Was? Oh ja, beeindruckend, kieselig. Hier lang. Wie eklig. Guter Junge, Gaston. Nun fällt wohl für dich das Essen aus. Ah, ich sehe, ihr habt mit unseren kleinen Lieblingen Bekanntschaft geschlossen. Lucinda, Gucci und Timmy. Oh, aber wo steckt denn unser Timmy? Timmy! Timmy! Timmy? Ist wohl spazieren geflogen. Timmy! Gaston, spuck Timmy aus. Ah, Timmy. Oh, wollten wir Verstecken spielen, kleiner Schlingel? Nun, wahrscheinlich mutet euch unser nächster Raum ein wenig eisig an. Hier drin ist es tatsächlich eiskalt. Ja, der Raum muss unbedingt eine gleichbleibende, extrem niedrige Temperatur haben. Und das kontinuierlich. Alle diese entzückenden Ausstellungsstücke sind nämlich aus Eis. Die sehen wirklich wundervoll aus, Königin Marigold. Ja, sie sind, cool. Bitte auf keinen Fall berühren. Sind sie mit Magie angefertigt? Oh, nicht doch. Das wäre viel zu einfach. Ihr müsst wissen, das Eis, das man dafür benutzt hat, ist vor über 1000 Jahren gefroren. Oh. Sie sind von Bergbaugenomen aus dem hohen Norden handgemeißelt worden. Diese Skulpturen sind absolute Einzelstücke und einfach unersetzbar. Oh, ein Schwan, wie reizend. Ich liebe Schwäne. Oh je. Nanny, was hast du getan? Sie haben dem Schwan den Kopf abgebrochen. Keine Angst, ich zaubere ihn wieder heil. Abracadabroi, als Vogel erstehe das Eisdings da neu. Oh, Nanny, das ist doch kein Schwan. Das sieht aus wie eine Henne. Vielleicht auch wie eine Ente. Es sieht entzückend aus. Ich mag Enten. Hier lang! Schön dranbleiben! Das ist unsere edelste und gleichzeitig absolut wertvollste Sammlung von höchst antiken Spielzeugen. Wie beeindruckend! Ihr spielt hier wahrscheinlich den ganzen Tag lang. Ich könnte hier drin glatt für immer und ewig spielen. Der Affe hier hat bereits über 100 Jahre auf dem Buckel. Dieser Clown ist sogar schon über 200 Jahre alt. Der Überlieferung nach wurden sie in der Elfenfabrik gebaut. Und zwar von jemandem namens Weiser Alter Elf. Wir kennen den weisen alten Elf. So, ihr kennt den weisen alten Elf? Was für einer ist das? Er ist weise. Er ist alt. Er ist ein grummeliger alter Elf, der ein bisschen geschickt ist. Und das ist mein Lieblingsspielzeug. Ein Jahrmarktkarussell zum Aufziehen. Es ist nur leider schon kaputt. Keine Sorge, ich kann das reparieren. Das glaube ich nicht, Junge. Das ist dummerweise etwas für einen Experten. Elfen sind Experten. Und ich bin ein Elf. Ich kann dir helfen, Ben. Oh, nur nichts anfassen. Die Spielzeuge dürfen niemals von Kindern angefasst werden. Wenn wir es nicht anfassen, wie sollen wir es dann reparieren? Na schön. So, es ist repariert. Oh, es bleibt stehen. Ich möchte noch mal fahren. Oh ja, ich auch. Mehr. Geht klar.
König und Königin Marigolds Schloss ist eigentlich überhaupt nicht langweilig. Ja, allerdings. Man hat richtig Spaß, nicht wahr? Tschu-tschu!